1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer freien Themennacht. Wir haben heute Donnerstag. Das ist hier immer eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann ruft an. Telefonnummer 0800, die bekannte Nummer 0800 220 5050, kostenfrei für euch. Oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Jochen. Jochen. Und ist 49. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, Jochen. Um was geht's bei dir? Ich bin der Haussklave einer Domina. Du bist der Haussklave einer Domina. Ja. Hört sich ja schon krass an. So für uns pupsige Normalmenschen. Ja. Was genau macht ein Haussklave einer Domina? Also bevor ich anfange, mal ganz kurz. Erstens mal, deine Sendung ist super. Dankeschön. Leider viel zu kurz. Naja, eine Stunde immerhin. Ja, aber nein, ich fange an. Also der Haussklave einer Domina. Ich bin vor etwa 4 Jahren arbeitslos geworden, bin devot. Ja. Und, kurze Zwischenfrage, was hast du vorher gearbeitet? Ich war vorher als Schlosser und Schweißer unterwegs, auf Montage. Ja. Und hatte dann einen schweren Arbeitsunfall. Ja. Bin dadurch Berufsunfähigkeitsrentner geworden und konnte dann nicht mehr mein Devotsein und mein Masochismus finanzieren. Also, So, und vor 4 Jahren hast du gerade angesetzt? Naja, und dann vor 3 Jahren habe ich in einem Domina-Magazin eine Stellenanzeige gelesen, dass eine Domina einen Haussklaven sucht, der handwerklich begabt ist und so weiter und so fort. Was ja auf dich zutrifft. Was auf mich zutrifft. Sklave und handwerklich begabt? Genau. Daraufhin hast du dich gemeldet, auf die Anzeige. Auf die Anzeige habe ich mich gemeldet. Und dann? Hab dann die Domina aufgesucht, hab ihr meine Kenntnisse im handwerklichen Bereich geschildert und ihr auch geschildert, wie ich halt eben masochistisch veranlagt bin. Wie hat man sich das vorzustellen, so ein Bewerbungsgespräch bei einer Domina? Sitzt man da ganz normal am Couchtisch im Wohnzimmer oder muss man sich da schon ausziehen? Hat die Domina schon ihre Stiefel an und die Peitsche in der Hand? Nein. Ganz normal? Die Frau hatte ein ganz normales Kostüm an. Ja. Es ist auch heute noch so. Es ist ein der Empfangsraum ist mehr oder weniger ein kleines Wohnzimmer. Ja, jetzt eins nach dem anderen. Also das Bewerbungsgespräch ist gut gelaufen. Ja. Sie wollte dich. Sie hat zugesagt, dass sie mich nehmen möchte. Ja. Und bei dieser Domina bist du heute immer noch? Nach 3 Jahren immer noch. Ja. Nach 3 Jahren immer noch. Was ist jetzt die Aufgabe des Haussklaven bei deiner Domina? Was musst du da machen? Oh, das ist vielfältig. Es sieht so aus, es passiert immer wieder mal, dass irgendwie ein Rohrstock im Griff abbricht. Also sagen wir mal, ein Griff ist wie, sagen wir mal, ein Stück Besenstiel mit einer Bohrung drin, wo dann halt eben ein Rohrstock oder ein Bambusstock drin steckt. Ja. Und da kann es immer mal wieder passieren, dass die Domina schon mal fester zuschlägt. Also auf dich zuschlägt? Nein, auch bei anderen. Achso, bei anderen. Achso, und dann musst du dieses Ding reparieren? Dann muss ich sowas reparieren. Ja. Es kann aber auch genauso gut sein, dass die Domina halt eben sagt, ich möchte halt eben mal das Zimmer neu tapeziert haben. Achso, und dann kommst du? Da liegen meine Erfahrungen, auch das kann ich. Wie praktisch! Ich sollte mir auch so einen Sklaven anschaffen. Also der Sklave macht im Prinzip alles, was man will. Wenn man zum Sklave sagt, hier, ich brauche einen Zentner Kartoffel, dann geht der Sklave ins Geschäft und holt einkaufen. Einkaufen, macht der Sklave. Ganz genau. Wenn ich dem Sklaven sage, hier, du ziehst dich jetzt nackig aus,
und wirst mir nackt die Fenster putzen. Macht der Sklave das? Dann macht auch der Sklave das. Macht der Sklave das. Ja. Der Sklave lässt sich aber auch andersrum, weil er ja auch eine Belohnung haben möchte. Ja. Und devot ist und masochistisch ist, lässt der Sklave sich auch gerne von der Domina in einen Gummigansanzug stecken. Oh. Und für eine Schliere auf dem Fenster oder der Glasscheibe auf den Bock binden und sich dafür den Hintern versohlen lassen. Genau. Ach so, das ist dann quasi, das ist eigentlich die Strafe, aber das ist deine Belohnung. Das ist die Strafe, die Belohnung und sagen wir mal die Bezahlung. Und die, also das ist ein gutes Stichwort. Du kriegst da Kohle, kriegst du nicht dafür? Nein. 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 Wie oft gehst du zu der Domina? Wenn sie mich anruft. Wie oft ruft sie dich an? Unterschiedlich. Na, ungefähr. Zwei, dreimal in der Woche oder jeden Tag? Es kann vorkommen, dass jeder Tag dran ist. Ja. Es kann aber auch vorkommen, dass ich eine Woche oder zwei warten muss. Lebt die Domina allein oder hat die auch noch einen Mann? Nein, die Domina hat ein großes Studio. Ja. In dem Studio arbeiten insgesamt 10 Frauen. Ach so, und du gehst dann in das Studio, nicht zu der Domina nach Hause? Nein. Nur ins Studio. Mhm. Und ich immer noch arbeitslos bin. Ja. Ist das für dich ein schöner Zeitvertreib? Sagen wir mal, es ist eine kostengünstige Befriedigung meiner Triebe. So, jetzt kommen wir zu den Trieben. Inwieweit findet da auch Sexualität statt? Hast du auch schon mal einen Orgasmus während deiner Tätigkeit dort bei der Domina, beim Tapezieren oder beim Hinternversohlen? Also beim Tapezieren nicht. Das nicht? Beim Tapezieren absolut nicht. Und auch nicht, wenn ich ihr Gummianzüge klebe oder Rohrstücke repariere, auch nicht. Aber es kann durchaus passieren, dass bei der Domina eine Frau anruft, die einen Sklaven haben möchte. Ja. Denn ach so. Es gibt ja auch. Ach, das ist denn ja, quasi. Es gibt ja nicht nur Männer, die Sklavinnen haben möchten. Ich verstehe. Es gibt völlig auch Frauen, die einen Sklaven haben möchten und keinen devoten Part finden. Ich verstehe. Also dann ist die Domina quasi auch so ein Personalleasing-Unternehmen, die leiht dich auch aus. Richtig. Und da kann es dann sein, dass du da mit einer Frau zu einem sexuellen Kontakt kommst. Wenn die Frau das möchte. Hast du denn mit deiner Domina, bei der du jetzt seit über drei Jahren arbeitest oder tätig bist oder hingehst, hast du da schon mal einen Orgasmus erlebt? Nein. 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 Eine Domina als solches bietet auch keinen Geschlechtsverkehr an. Achso, es könnte aber auch sein, dass der Domina mal der Sinn danach steht und sie sagt, komm Junge, jetzt will ich. Ich will dich jetzt. Dann müsstest du auch ran, oder? Also in dem Studio, in dem ich bin, ist das als solches noch nicht passiert. Ach so, da gibt es dann vielleicht klare Regeln? Die Frauen haben zwar Partner und leben ihre Sexualität mit den Partnern aus, aber nicht mit den Sklaven, die sie im Studio haben. Verstehe. Dennoch erregt also, die Frauen das sexuell, wenn sie einen Sklaven, wenn sie denen was befehlen. Das erregt die Frauen schon. Die Frauen, sofern sie sadistisch sind, leben in dem Fall ihre sexuellen Neigungen schon aus. Ja, also was hat eine sexuelle Komponente? Ist es denn für dich? Da kann es dann schon passieren, dass sie sexuell erregt sind und auch während einer Erziehung einen Orgasmus haben. Ja, also Erziehung heißt zum Beispiel den Hintern versohlen. Zum Beispiel. Hintern versohlen, Füße küssen lassen oder auch, was so halt eben innerhalb einer dominanten Erziehung von zahlenden Sklaven gewünscht wird. Mhm. Bist du denn dabei, auch bisweilen sexuell erregt, wenn du solche Sachen dann machen musst? Ja. Das schon. Mhm. Ja. Aber es ist dir nicht gestattet, zum Beispiel dann in Anwesenheit der Domina zu onanieren, das sagst du nicht. Sagen wir mal so, wenn jetzt eine Frau kommt, die sich einen Sklaven wünscht, oder auch meine Hausdomina mich ganz doll belohnen möchte, dann kann es schon vorkommen, dass ich auch
Aber die muss gezwungen es dann werde zu ordinieren. Genau, ich wollte sagen, die muss den Befehl quasi geben. Richtig. Ne? Du kannst das nicht von dir aus machen. Sag mir, kann natürlich auch passieren, dass einfach eine, dass ich sogar gefesselt eine Prostata-Massage bekomme. Ja. Und dass ich theoretisch also einen Abgang habe, ohne einen Orgasmus zu haben. Verstehe. Was ist, wenn du uns das vielleicht noch zum Schluss erzählen könntest, so dass das Extremste oder Ungewöhnlichste, was du für deine Domina hast tun müssen in dieser Zeit, während du bei ihr bist? Also für die Domina selber? Mhm. Oh, das war eigentlich gar nicht so viel. Ja, oder überhaupt in deiner Rolle als Sklave? Für eine Frau, die gekommen ist und einen Sklaven gewünscht hat. Für mich das Extremste war dann halt eben, dass sie mich gezwungen hat, sie zum Orgasmus zu lecken und dann mir quasi in den Mund uriniert hat. Ich verstehe. Jetzt wollen wir es aber gar nicht weiter ausführen. Also das ist unter Umständen auch schon sehr, sehr krasse Welten, ne, die da stattfinden. Es sind krasse Welten, ja. Jochen 49 war das, der seit gut drei Jahren ein Haussklave, eine Domina ist und uns so einen ganz kleinen Einblick gegeben hat in diese Welt, die gar nicht so selten ist. Man kriegt das gar nicht so sehr mit, aber ich glaube, dass sehr viele Menschen da so eine Affinität haben dazu. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Jochen. Ja, auch dir alles Gute und mach so weiter und wie gesagt, bitte wesentlich länger. Ja, wir bemühen uns. Nee, ich finde, eine Stunde langt auch. Ja. Ja. Alles Gute, Jochen. Bis dann. Tschüss. Sarah, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Sarah. Ja. Um was geht's bei dir? Es ging eigentlich ums Thema Blut gestern. Ums Thema Blut? Ja. Ja. Es geht darum, vor zwei Jahren hat meine Schwester, also ich habe eine Zwillingsschwester, die ist an Leukämie erkrankt und die hat einige Chemotherapien mitmachen müssen, weil es halt eben anders nicht mehr heilbar war. Mhm. Und es fällt mir sehr schwer, über das Thema zu sprechen. Sie ist dann irgendwann entlassen worden nach der zweiten Chemotherapie und sollte halt sich zu Hause aufhalten, sollte nicht rausgehen, großartig bezüglich Grippe, Lungenentzündung und etc., weil ich auch selber Krankenschwester bin, weiß ich das also auch extrem, habe auch danach geachtet und sie ist also trotzdem raus und hat sich eine Grippe bekommen. Du bist Krankenschwester auf dem Beruf? Ja. Richtig. Mhm. Und sie musste halt dementsprechend schwer ins Krankenhaus zurück, weil die Leukämie halt nicht so weit zurückgegangen ist, wie man sich das gewünscht hatte im Klinikum. Und dann kam halt letztendlich nur die Knochenmarkspende für sie in Frage. Und dann haben wir uns alle testen lassen, da wir zweieiige Zwillinge sind, passte also mein Knochenmark nicht für sie, aber meine Mutter hätte also spenden können und hat es also nicht getan. Und zwei Wochen später war meine Schwester also auch tot. Moment. Jetzt muss ich mal zusammenfassen. Deine Zwillingsschwester war schwer erkrankt an Leukämie. Richtig. Nötig, um sie zu retten, wäre eine Knochenmarksspende gewesen. Richtig, ja. Da passt ja nicht alles so zueinander, das können dann nur bestimmte Personen machen. Und eure Mutter hätte spenden können. Ja, hat sie nicht getan, unter dem Vorwand, sie wollte ihr eigenes Leben nicht riskieren. Ja, das ist ja unfassbar. Und daraufhin ist dann deine Zwillingsschwester gestorben? Ja, also knapp zwei Wochen später, 12 Tage danach, nachdem dieser Knochenspendetermin halt eben angesetzt gewesen ist, ist sie halt verstorben. Und die eigene Mutter verwehrt die Knochenmarksspende, die, soweit ich informiert bin, ja ein relativ harmloser Eingriff ist. Nachdem man nach Hause gehen kann, wenn es passiert ist. Mhm. Der vielleicht eine Stunde, vielleicht nicht mal eine Stunde dauert. Ja, noch nicht mal, ja. Es wird aus dem Rücken etwas rausgesogen, rauspunktiert und das war's dann. Richtig, und das wird dann über eine Bluttransfusion dazugefügt. Ja. Und das hat die eigene Mutter, eure Mutter, dem Kind verwehrt, der eigenen Tochter? Ja. Und seitdem kann ich meiner Mutter halt irgendwie nicht mehr ins Gesicht gucken. Ich meine, mein Vater, der lebt mit meiner Mutter zusammen und der sagt, ich soll verzeihen und vergessen. Nochmal da, ich finde es so unfassbar. Mit welcher Begründung hat sie es nicht gemacht? Sie wollte ihr eigenes Leben nicht aufs Spiel setzen. Aber man setzt doch sein eigenes Leben damit gar nicht aufs Spiel. Sie hat sich damit einfach nicht auseinandersetzen wollen, habe ich den Eindruck. Warum hat sie sich als Mutter nicht auseinandersetzen wollen? Ich
weiß es nicht. Vielleicht hatte sie Angst. Ich weiß es nicht. Wie war denn euer Verhältnis früher? Ihr, die beiden Zwillinge und die Mutter? Also ich habe noch einen Bruder. Und der war immer schon das Liebchen der Familie. Und nachdem es dann rauskam, dass meine Schwester Leukämie hat, wurden wir natürlich abgestoßen, denn wir hätten es ja beide haben können. Wie, ihr wurdet abgestoßen? Ja, wir wären ja krank. Und, also die Mutter hat euch beide ja, aus ihrem Leben rausgedrängt. Mhm. Das heißt aber, dass das Verhältnis offensichtlich nie wirklich herzlich war zwischen euch und der Mutter. Nein, es war halt so, dass meine Schwester und ich, mein Bruder, wie gesagt, war halt der Jüngste von uns. Der war immer das Liebchen der Familie. Seid ihr denn mit Liebe aufgewachsen? Ja und nein. Mein Vater verdient sehr viel Geld, ist ein Rechtsanwalt. Und man hat sehr viel versucht, uns mit Geld zu kaufen. Aber die Bindung, die emotionale Bindung der Mutter zu euch war nie so dolle? Nee, und liegt das daran, dass sie euch einfach von vornherein nicht haben wollte? Das kann sein, ja. Jetzt nochmal zurück zur Spende. Gab es denn keine andere Möglichkeit, jemand anderen zu finden, der hätte spenden können? Also der ganze Freundeskreis von uns hat sich halt testen lassen, den wir zu dem Zeitpunkt hatten. Und das Krankenhaus hat also auch gesucht nach einem Spender. Mhm. Und es war halt relativ schlecht möglich, weil es halt null negativ war, blutgruppenmäßig. Mhm. Und dadurch war es halt relativ schwer. Und die Ärzte haben gesagt, wenn meine Mutter spendet, bestände die Chance, dass sie eine relativ hohe Chance hätte, wieder gesund zu werden. War der Mutter denn bewusst, dass sonst kein anderer Spender da war? Das haben die Chefärzte und die Oberärzte ihr mehrfach erklärt. Ja. Unfassbar, unfassbar. Das heißt, der Mutter war bewusst, wenn ich jetzt nicht spende, wenn ich mich jetzt nicht eine halbe Stunde hinlege, dann stirbt mein Mädchen. Das war ihr bewusst. Richtig. Und heute werde ich dafür verurteilt, dass ich also keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter haben möchte. Von wem? Von dem Vater? Von meiner Mutter und von meinem Vater. Ich finde diese Geschichte so unglaublich, Sarah, dass mir wirklich die Sprache wegbleibt. Das würde man doch für jeden Fremden machen, wenn man wüsste, man kann da helfen. Zumal man ja selbst gar keine, man trägt doch, also ich sag das jetzt mal so, soweit ich weiß, trägt man keine großartigen Risiken dabei, wenn man eine Knochenmarkspende gibt. Und die eigene Mutter macht das nicht. Ja. Wie geht die Frau denn mit ihrem Gewissen um? Die hat ja quasi ihr eigenes Kind auf dem Gewissen. Ich weiß nicht, wie dann die Beerdigung meiner Schwester halt war. Meine Mutter war also gar nicht da und als meine Schwester beerdigt worden ist, habe ich dann einen Selbstmordversuch hinter mich gebracht. Weil es für mich einfach so, es fehlte ein Stück von mir irgendwo. Mhm. Und das wurde dann alles unter den Teppich gekehrt und das wollte natürlich keiner wahrhaben, denn der gute Ruf meiner Eltern könnte ja geschädigt werden. Und hat diese Geschichte, diese Vorkommnisse im Detail dein Vater oder euer Vater auch mitbekommen? Ja. Wie kann dieser Mann denn mit der Frau noch zusammen sein? Er sagt, ich soll vergessen, ich soll verzeihen, ich soll meine Mutter verstehen. Und also er versteht seine Frau? Scheinbar schon. Ich weiß nicht warum. Manchmal denke ich, er wäre ihr hörig irgendwo. Redest du denn mit ihm ab und zu noch? Gibt es offensichtlich ja, wenn er das zu dir sagt? Ja, also zwischendurch habe ich noch Kontakt zu ihm. Ich beschränke den Kontakt zu meiner Mutter halt sehr extrem. Mhm. Weil ich halt auch den Kontakt zu meinem Bruder nicht abbrechen möchte und der halt bei meinen Eltern noch lebt. Wie alt ist der Bruder? Der ist jetzt 21. Ja. Weil ja, das ist ja auch ein erwachsener junger Mann. Was sagt der denn dazu? Der versteht das nicht. Versteht das nicht? Der versteht seine Mutter nicht? Richtig. Und ich habe jetzt im Januar geheiratet und mein Mann, der wusste also von relativ Anfang Bescheid darüber, was passiert ist. Mein Ex-Freund, der hat das also immer ins Lächerliche gezogen. Ja, wer tot ist, ist tot und da sollte man nicht drüber nachdenken. Und aber was für verrüttete Verhältnisse doch vorgeherrscht haben müssen. Diese Frau muss euch ja, ich will nicht sagen hassen, aber letztendlich, ihr seid ihr völlig piepeschnurz egal. Ja, mit ihrer Begründung halt, weil ich irgendwann mal gefragt habe, warum wir ihr egal sind, dann hieß es dann, ja, wir wären immer schon Papa-Kinder gewesen. Und also mein Vater, der hat also wirklich, also bis zum 18. Lebensjahr hat er sich immer vor uns gestellt, egal was war. Aber dann verstehe ich nicht, dass der Vater, wo es um das Leben des Kindes geht, dass er dann auch noch jetzt im Nachhinein auf der Seite der Frau steht. Oder dass er nicht Gott und die Welt in Bewegung gesetzt hat, dass man eine andere Spende findet. Aber vor allen Dingen, dass er der Frau auch noch verzeiht. Das verstehe ich nicht. Ich denke einfach, er ist um seinen Ruf sehr, sehr bemüht. Und
er hat halt einen extrem hohen Ruf zu verlieren. Mhm. Und ich bin fassungslos über sein Verhalten. Das ist eine unfassbare Tat und Schande, was deine Mutter da getan hat. Ja, aber ich werde halt dafür verurteilt, dass ich ihr nicht verzeihen kann. Ach, das ist doch absurd, Sarah. Das ist doch absurd. Ich hätte mit dieser Frau nie wieder Kontakt in meinem Leben, glaube ich. Wenn das meine Mutter wäre und mein Zwillingsbruder wäre so daran gestorben. Niemals wieder, glaube ich. Und ich war halt bei der Beerdigung nie wieder an ihrem Grab. Ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich einfach Angst hatte, dass ich wieder zurückfalle und wieder versuche, mir das Leben zu nehmen. Also ich gehe davon aus, das ist ja fast bei allen Zwillingen so, dass ihr sehr eng wart, ihr beiden miteinander. Ja, wir haben alles zusammen gemacht. Wart ihr eineiige Zwillinge? Nein, zweieiige, aber wir haben alles zusammen gemacht. Und es war tatsächlich so, wenn Sabrina halt eben Bauchschmerzen hatte, dass ich sie auch gemerkt habe, dass es mir nicht gut ging. Ich weiß nicht, es ist für Außenstehende recht schwer vorstellbar, aber doch, das hört man ja immer wieder bei Zwillingen. Die ganze Geschichte hat stattgefunden vor 2 Jahren. Richtig, ja. Und das lebt natürlich in dir, als wäre es gestern. Ne? Ja, vor allem, wenn ich das wieder aufkochen lasse. Ich habe es immer wieder verdrängt und versucht zu verdrängen, aber es sind halt so Punkte, wo ich immer wieder mit beschaffen habe und also, auch mein Mann natürlich drunter leidet, weil ich immer wieder sage, ich habe keine Lust mehr zu leben, mir fehlt was. Du hast ja nicht nur den Tod deiner so sehr innig geliebten Schwester zu verkraften, sondern du hast ja auch noch diese Tat vor Augen, die deine Mutter zu verantworten hat, womit ja auch sehr schwer umzugehen ist. Hast du psychologische Hilfe in Anspruch genommen danach? Also ich habe eine stationäre Psychotherapie gemacht, 12 Wochen, die aber selbst meinen Hass gegen meine Mutter nicht abbauen konnte, weil die Ärzte also auch gesagt haben, das ist ein Punkt, das kann man nicht in 12 Wochen abarbeiten. Das glaube ich, ja. Ja. Und die haben letztendlich gegen diese Suizidalität von mir geredet und haben da versucht, irgendwo mir zu helfen und zu sehen, dass es doch weitergeht. Und weißt du, Sarah, ich kann dir von meiner Seite ja wirklich nur sagen, lass dir um Himmels Willen nicht irgendeine Schuld noch einreden, dass du schuld bist, da jetzt keinen Kontakt zu haben. Das finde ich vollkommen nachvollziehbar und völlig normal. Und jeder, der zugehört hat, wird das genauso sehen. Das garantiere ich dir. Das ist natürlich viel komplexer, das Ganze. Auch was die Selbsttötungsüberlegungen anbelangt, wie du gerade selbst gesagt hast. Ich möchte sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt weiter und in Ruhe sprichst. Und ihr habt auch jetzt dann Zeit, miteinander zu sprechen, so wie du es möchtest. Ja. Claudia heißt meine Psychologin heute Nacht. Du legst auf und die Claudia ruft dich gleich an. Alles klar. Tut mir sehr leid, was passiert ist. Und ich bin auch wirklich, wirklich entsetzt darüber, was du erzählt hast. Wirklich. Aber ganz ehrlich. Danke, ich will zuhören auf jeden Fall. Ja. Alles Gute von Herzen, Sarah. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist Lukas. Lukas ist 22. Hallo. Hallo, Lukas. Deswegen rufst du an? Naja, ich habe auch ein Problem mit Blut. Das war eigentlich vor sehr langer Zeit. Das war schon vor 12 Jahren. Ich komme aus Kroatien, Ex-Jugoslawien. Und ich war in einem Gefängnis im Krieg mit meiner Mutter, meiner Cousine, kleinen Cousin und noch eine Cousine, die 14 Monate alt war. Und in dieser Nacht, die haben die ganz einfach weggenommen aus den Händen meiner Tante. Und die haben die hochgeschmissen und auf ein Messer gelassen. Die Tante? Nee, die kleine Cousine. Die Cousine? Genau. Und die war noch nicht tot, die haben ganz einfach Kopf abgeschnitten. In eurer Anwesenheit? Ja. Das heißt, du als kleiner Junge hast das gesehen, wie der Cousine der Kopf abgeschnitten wurde. Genau. Und dann haben die mit dem Kopf, wir waren gebunden, und dann haben die Kopf genommen und über unser Kopf mit abgeschnittenem Kopf, wir mussten dieses Blut trinken. Ihr musstet das Blut trinken? Ja. Und das ist jetzt eigentlich wieder hochgekommen durch alle diese Bilder im Fernsehen, was ist jetzt durch in Irak passiert. Irak. Da habt ihr euch erinnert an das, was euch angetan wurde. Genau. Und auch, weil früher, als ich noch 12, 14, 15 Jahre alt war,
habe ich aus Nase geblutet und jetzt passiert das wieder. Und dieser Blutgeschmack erinnert mich wieder und wieder auf das, was passiert ist. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich am Anfang gar nicht, ihr wart, das war in Kroatien. Genau. Ihr wart im Gefängnis. Genau. Die eure Schänder, die euch das angetan haben, aus welcher Nation kamen die? Die waren Serben. Ja. Weil das war eigentlich eine bezahlte Militär. Mhm. Die haben sich ganz einfach so formiert in dieser Zeit. Da war auch eine Frau im Krieg, die hat auch umgebracht, Zivilisten. Und das, was ich jetzt höre im Fernsehen, was eigentlich in Den Haag ist, das ist gar nicht. Ich war auch da, weil ich musste was aussagen. Und also es geht um dieses Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Genau. Ja. Aber ich möchte nochmal auf diesen Tathergang, den ich jetzt gar nicht weiter ganz detailliert beschrieben haben möchte, weil das wahrscheinlich immer noch dich sehr aufrührt. Kann man denn dann überhaupt, wenn man so etwas Grauenhaftes gesehen hat, da wird der Kopf der Cousine abgeschlagen, kann man das Blut trinken? Nee, aber das Geschmack ist noch immer da. Man kann das nicht trinken, sondern die haben unsere Köpfe, die haben gesagt, Köpfe hoch, Mund auf, und du weißt, du musst das, weil die haben Kleine umgebracht, vorher haben meine Tante ein paar Mal vergewaltigt, klar, die waren verprügelt. Gott, wie schlimm. Niemand weiß, ob ich wusste gar nicht, oder meine Mutter, wir wussten gar nicht, ob wir der Nächsten sind. Ja, klar. Ja, sicher, man hat ja dann so ungeheure Todesangst, dass, wie du sagst, man könnte der Nächste sein. Ja, eigentlich, ich habe das überhaupt nicht realisiert. Und wenn ich jetzt versuche, mit meiner Mutter darüber zu reden, sie will das nicht. Weil mir kommt jetzt, ich habe das damals nicht realisiert und jetzt kommen mir wieder durch Albträume und diese Bilder kommen mir Erinnerungen wieder hoch. Ist euch denn, die ihr nun Gott sei Dank überlebt habt, auch noch etwas sehr Schlimmes widerfahren dann in diesen Gefängnissen? Oder war das für dich das Allerschlimmste, das war wahrscheinlich das Allerschlimmste, oder? Nee. Noch? Ich weiß nicht, das Schlimmste kam danach, weil wir haben uns diese Nacht befreit. Die waren sehr besoffen. Ihr habt euch selbst befreit? Ja, ja. Ich habe die befreit, weil die haben mich nicht genug festgebunden. Wir waren transportiert von einem Lager in ein anderes. Das war kein Gefängnis, das war alles improvisiert unter dem Himmel. Das heißt, ihr seid dann, du warst ein kleiner Junge, also ein Junge, 12, ne? Ja. Du hast dann geschafft, dass ihr euch befreit habt. Genau. Und wir mussten dann nach Ungarn, weil wir konnten nicht zurück nach Kroatien, alles war okkupiert. Das war eigentlich Kroatien, aber diese Territorium war okkupiert. Nach Serbien konnten wir auch nicht. Und eigentlich nach Ungarn konnten wir auch nicht, aber wir mussten irgendwo. Wir mussten irgendwo. Und seid dann nach Ungarn gegangen? Genau, ja. Über den Fluss. Wir mussten schwimmen. Und meine Mutter, sie hat meine Tante geholfen, dass wir rüberkommen. Und ich habe meinen Cousin, der war das heißt, 6 Jahre alt. Ja. Und den habe ich verloren. Bei der Flucht? Genau, beim Schwimmen. Er konnte nicht schwimmen und ich konnte ihn nicht tragen. Schwimmen war also ein ungeheures Unglück ist auf eure Familie eingebrochen in dieser Zeit. Ja. Ihr seid dann aber in Ungarn in Sicherheit gewesen. Eigentlich nicht. Warum nicht? Weil wir dürfen nicht rein. Wir hatten keinen Pass und wenn jemand aus Kroatien oder Serbien rüber wollte, die haben geschossen. Wo seid ihr denn letztendlich verblieben? Wir sind dann 80 Kilometer hoch, nicht geschwommen, sondern vor der Grenze gelaufen und auf befreite Territorien wieder zurück nach Kroatien. Lukas, das kann natürlich niemand ermessen, der so etwas nicht erlebt hat. Wenn du, das sind nun 12 Jahre vergangen,
Was empfindest du heute gegenüber Serben? Hass. Ich konnte umbringen. Ich konnte jemanden umbringen. Mhm. Es ist nicht, dass ich jetzt Serben umbringen konnte. Es ist so, ich habe ein Gefühl, nicht Hass, sondern ich versuche es zu tolerieren. Aber wenn jemand mir sagt, wir Serben, wir würden das nie machen oder ich kann mich nicht gut ausdrücken, aber wenn jemand sagt, ich bin fair und meine Nation, das ist nicht passiert, sondern das kann man sich nicht vorstellen, dass sowas passiert. Dann wallt in dir natürlich alles auf. Genau. Und dann konnte ich direkt explodieren. Diese Täter sind natürlich nie gefasst worden, die das gemacht haben. Nicht, weil die kennt man überhaupt nicht. Mhm. Wir haben keine die Bilder, die ich gesehen habe, das ist gar nichts. Und ganze Schuld ist jetzt Milosevic, aber den habe ich nie gesehen. Du lebst jetzt mit deiner Familie in Deutschland? Nee, ich lebe jetzt mit meinem Mann in Deutschland. Ich bin hier verheiratet. Ach so. Mhm. Und willst auch hier bleiben? Ja. Ja. Mhm. Eine sehr, sehr schlimme Geschichte. Eigentlich, ja. Etwas, was vor unserer Haustür in Europa passiert ist, vor kurzem, kann man ja sagen. Genau. Das ist ja noch gar nicht lange her. Genau. Hast du dir mal helfen lassen, mit all diesen schlimmen Eindrücken umgehen zu lernen? Ja, ein paar Mal. Als ich in den USA war, dann habe ich versucht, eine Therapie mit einer Therapeutin konnte ich überhaupt, ich weiß nicht, ich konnte mich nicht ausdrucken, ich konnte mich nicht öffnen, ich konnte ihr nichts sagen. Mhm. Das war eigentlich Anfang. Mhm. Ich konnte darüber mit niemandem sprechen. Ja. Bei zweiten Versuch hatte ich einen Therapeut und er hat das alles als eine sehr große Geschichte gesehen. Mhm. Er hat mich beraten, du solltest ein Buch schreiben, das wäre dir viel leichter und so. Mhm. Und ich habe gedacht, naja, die Amerikaner, die machen von allem mein Buch. Und für mich ist das überhaupt nicht für ein Buch, sondern, naja. Aber immerhin, kannst du jetzt schon darüber sprechen? Du kannst sogar hier auch in einer großen Öffentlichkeit darüber sprechen, was sicherlich, glaube ich, auch so für dein eigenes Verarbeiten ein Fortschritt ist. Es ist so, bei dritten Versuch, wo ich nach Deutschland gegangen bin, hatte ich eine Therapeutin, die hat mir wirklich sehr viel geholfen. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen blöd oder ich weiß nicht, wie man das nimmt. Ich habe versucht, bei Gott irgendwie, obwohl ich kein Fanatiker oder überhaupt nicht viel an Gott so vertraue als solches. Sondern ja, das kann schon eine Hilfe sein, das glaube ich schon. Ja. Ich habe irgendwelche Ruhe gefunden. Ja. Und ich habe auch realisiert, ich muss mich dafür nicht schämen. Ich muss, es ist eben so passiert. Mhm. Und wenn ich jemandem sage, ich fühle mich besser. Darf ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, deshalb habe ich eigentlich angerufen. Ja, okay, dann machen wir das jetzt auch. Ich bewundere das, dass du das so offen erzählt hast. Habe sehr großen Respekt vor deiner Biografie und hoffe, dass wir dir ein klein wenig jetzt noch weiterhelfen können. Ja, danke. Du legst auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Vielen Dank. Ja. Danke. Tschüss. Jetzt machen wir ein paar Sekunden Pause. So, ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, die Telefon-Talkshow vom WDR von 1Live. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft an 0800 220 5050, mailt unter domian@wdr.de oder faxt auch unter 0800 220 5051. Jetzt bin ich verbunden mit Sarah und Sarah ist 35 Jahre alt. Guten Morgen.
Ach, Moment, jetzt habe ich etwas Falsches gedrückt. Hier ist Sarah. Hallo, Sarah. Hallo? Ja, da haben wir uns. Sarah, dein Thema. Ja, also nach den letzten Schilderungen komme ich mir jetzt schon fast albern vor mit meinem Thema. Um was geht's denn? Ja. Ja, ich höre dich schon gut, ja. Ja, und zwar ist mein Problem, ich habe einen 14-jährigen Sohn und habe letzte Woche festgestellt, dass er sich selbst befriedigt. Mhm. Das ist auch gar nicht das Problem. Das Problem habe ich, dass ich aufgrund meiner Geschichte, die auch längst nicht so schwerwiegend ist, aber mich haben so eine Ekelgefühle überrollt, dass ich jetzt einfach Angst habe, dass ich ihm mit meiner Abscheu vor dieser ganzen Sache seine gerade erwachende Sexualität beschmutze. Mhm. Das möchte ich nicht. Wie hast du ihn denn, wie hast du es gesehen? Wo hast du ihn erwischt? Ich habe ihn nicht erwischt. Es war einfach, ich schüttle ab und zu sein Bett auf und habe unterm Kopfkissen ein Taschentuch gefunden, was eindeutig war, weil ich das halt von früheren Männern kenne. Mhm. Und habe dann auch im Papierkorb nachgeguckt. Da lagen noch mehrere dieser Art. Ja. Und ich stand vor dem Bett und sah das Taschentuch. Und es hat mich eine derartige Ekelwelle überfallen. Ich fühlte mich so an meine Beziehungen erinnert, wo ich das auch immer wieder entdeckt habe. Und es war so furchtbar und so. Warum, versuch mir zu erklären, warum das für dich so ekelhaft ist. Du hast es in der Beziehung erlebt früher, dass Männer onaniert haben und die Tücher versteckt haben, oder wie? Ja, das war hauptsächlich eine Beziehung. Er hat sich selbst befriedigt und hat mich eigentlich links liegen lassen und hat sich auch nicht mit mir befriedigt, sondern immer dann, wenn ich weg war und fast täglich. Mhm. Hat auch Pornofilme geguckt und ich hab ihn so geliebt und habe mich da so abhängig gemacht und hatte immer das Gefühl, das ist die Lust, die ich nicht krieg. Was habe ich? Warum geht das nicht mit mir? Und wenn ich bin dann schon nach Hause gekommen und dachte, und jetzt finde ich wieder diese Flecken. Und ich habe dann geguckt und dann waren wieder die Flecken und ich war wieder ein Stück Dreck. Und permanente Demütigung, die du erfahren hast. Ja, also ich habe jetzt vor einem halben Jahr dann in Gesprächen mit Freunden auch festgestellt, ich fühle mich missbraucht. Also ich fühle mich so dreckig dadurch und so beschmutzt. Und das ist natürlich... Moment, das ist natürlich jetzt, finde ich, jetzt überzeichnet, wird das Ganze überzeichnet. Ich kann gut verstehen, wenn du sagst, ich fühle mich gedemütigt. Ja. Der hat mit mir keinen Sex, hat aber, wenn ich weg war, immer Pornofilme geguckt. Mhm. Aber dass du dadurch beschmutzt warst, das ist natürlich jetzt eine sehr heftige Reaktion, eine sehr heftige emotionale Reaktion, was ja so gar nicht zutrifft. Ich hatte das Gefühl, weil ich eben damit ein Problem habe, wurde mir dann gesagt, du bist Brüder und du lernst es auch noch und das ist ganz normal. Aber ich habe es als so widerlich empfunden, weil als gegen mich gerichtet. Ja. War das denn generell, also abgesehen von dieser Erfahrung mit diesem Mann, vorher auch schon so, dass du so eigentlich Selbstbefriedigung und Onanie eher unangenehm fandst, die Vorstellung sowohl bei Frauen als auch bei Männern? Ich habe mir darüber vorher nie so Gedanken gemacht. Hast du dich denn selbst vorher selbstbefriedigt? Nein. Machst du es heute? Ja, aber ich habe das eben in dieser Beziehung dann dort entwickelt, weil ich das Gefühl hatte, ich musste mir irgendeinen Gegenpol schaffen. Ja. Also es ist nicht aus der Beziehung heraus entstanden, dass ich sage, ich tue mir was Gutes, sondern ich dachte, jetzt will ich doch auch mal wenigstens noch irgendwie erfahren, was da so toll dran sein soll. Ich hoffe, dass du es heute als Spaß erlebst und als etwas Angenehmes oder heute immer noch nicht. Wenn du es machst. Na, es ist schon angenehm, aber ich habe immer diese hässlichen Bilder im Kopf, dass ich denke, der hat sich an was aufgegeilt, was ich nicht nachvollziehen kann und was ich eigentlich eklig finde. Wie lange ging das denn so? Wie lange hast du das ausgehalten mit dem Mann? Anderthalb Jahre. Mhm. Ist auch schon zu lang gewesen, ne? Ja, also ich war echt abhängig von dem. So, jetzt ist da was Doofes vorgefallen, was ich gut verstehen kann, dass dich das natürlich sehr, sehr runtergezogen hat. Es hat natürlich nichts mit einer direkten Beschmutzung deiner Person zu tun. Ne? Nee. Natürlich nicht. Aber ist gut, dass du es so ausdrückst, dann kann man ja halt auch so dann zurücksprechen. Jetzt geht es um den Jungen. Mhm. Der Junge ist 14 Jahre alt und macht es vielleicht seit kurzem oder vielleicht schon länger, du hast es noch nicht erlebt. Und das ist sein Spaß, das ist seine Erkundung seines Körpers. Ja. Jetzt geht es darum, wie du dich da verhältst. Ja, ne? Genau. Wie du es gerade schon gesagt hast, dass du nicht irgendwie deine schlechten Erfahrungen da auf ihn projizierst. Genau. Ne? Und ihm, was spricht denn dagegen, ihn einfach in Ruhe zu lassen? Ihm nur vielleicht zu sagen, pass mal auf, denn die Taschentücher, die kannst du aber selbst wegschmeißen. Die muss ich nicht nur wegschmeißen. Nee, ich habe eben Angst, selbst wenn ich ihn ansehe, ich denke, Mensch, das ist jetzt, ja,
jetzt ist er auch in diesem Stadium so ungefähr, wie diese zwei letzten Männer, die ich als so dreckig erlebt habe. Kannst du das denn nicht versuchen, dir so wirklich auch mit der Vernunft, mit der Ratio hinzukriegen, dass das ein ganz normales, dass das was völlig anderes ist? Dass es ein ganz junger Mann ist in der Pubertät, der einfach seine Sexualität und seinen Körper entdeckt. Und dass das das Allernormalste der Welt ist und dass es auch gut ist, dass er es macht. Es ist ja gut, dass er es macht. Es ist ja nicht nur irgendwas, es ist gut. Er erkundet sich dabei. Kannst du dich nicht zwingen dazu, es so hinzubiegen? Und wenn die Bilder aufkommen von damals, dass du dir innerlich da so sagst, okay, das ist eine ganz andere Sache, das ist ein ganz anderes Ding. Mein Sohn macht jetzt etwas, was für ihn gut ist. Ich habe eben Angst gehabt, dass man vielleicht meine abscheulichen Gefühle dann trotzdem, dass ich die transportiere. Wie meinst du, wie könntest du sie transportieren? Indem du einfach unfreundlicher zu dem Jungen bist, in anderer Hinsicht? Oder? Ne, ich habe es jetzt gemerkt, dass ich teilweise schüchterner mit ihm umgegangen bin oder leicht distanzierter. Als ob er ein Stück von mir weggerückt ist. Und ja, ich kann es eben nicht erklären. Redet ihr so offen über Sexualität? Nein. Nee, ist natürlich auch ein Fehler, ne? Ja, ich habe immer mal versucht, aber er hat da auch immer so abgeblockt, wie nach dem Motto, auch kein Thema und kein Problem, Mutter und so. Vielleicht wäre es alles für dich auch einfacher, wenn du am Anfang schon viel lockerer mit ihm über Sexualität gesprochen hättest, vielleicht sogar auch über Onanie, dass du ihm gesagt hast, okay, das wird irgendwann kommen, mach es, gehört dazu. Würde dich vielleicht auch entspannter machen. Ja, das Problem ist eben, dass ich das nicht entspannt rüberkriege, weil ich es aus meiner Jugend nicht kenne und eben keinen Vergleich habe und das eben komisch fand. Und ich habe Angst, ein falscher Zungenschlag. Also wäre es für dich denkbar, dass du, ich meine, er ist ja jetzt erst 14, dass du jetzt doch nochmal mit der Thematik anfängst und versuchst, ein bisschen offener zu reden? Vielleicht auch so aus deiner Vergangenheit mal erzählst, wie das bei dir so war mit deinen ersten Erfahrungen und so, dass es einfach so auf eine Ebene kommt, ihr beiden. Naja, ich habe eben Angst, weil ich keine Erfahrung drin habe, dass ich da so auch verklemmt drüber komme und ihm damit eher die Freiheit nehme. Dann wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn du dich da mal so, vielleicht reicht da auch schon ein oder zwei Beratungstermine, mal von einem Fachmenschen beraten lassen würdest. Ich meine, du hast ja schon so ein Sensorium. Du hast ja Angst, dass du was falsch machst jetzt. Ja. Und du bist unsicher. Ja. Ne? Also wäre es doch gar nicht so doof, sich einfach mal von einem fachkundigen Menschen da so ein paar Tipps zu geben, wie man in der Situation gut dann so etwas auffängt. Ist das jetzt praktisch ein Sexualtherapeut? Oder? Müssen wir mal gucken. Können wir gleich mal beraten, was da die beste Anlaufstelle wäre. Müssen es vielleicht gar nicht so hochhängen. Ja, ne? Das will ich auch nicht. Nee, muss man auch nicht. Einfach, dass du willst ja nichts weiter, als dass eine Normalität entsteht. Ja, ne? Dass ich damit normal umgehen kann, genau. Das ist alles. Genau. Und dass du vielleicht auch diese negativen, ich meine, das ist ja wirklich allein dein Ding, dass du das, was du da so negativ, ich sage jetzt auch mal ein bisschen hochgezüchtet hast, ne? dass das auch irgendwie wieder irgendwie runtergezogen wird. Ja. Der Typ war einfach nicht scharf auf dich. Ja, so ist es doch. Der hat onaniert, der hat sich Pornos angeguckt, ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Aber für dich war es so schlimm und für dich hat das so eine Dimension erreicht, was man wieder zusammenfalten muss. Ja. Und in dem ja. Moment, wo es zusammengefaltet ist, glaube ich, ist das auch für dich völlig normal mit dem Jungen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. So, jetzt beraten wir gleich, wir rufen dich jetzt gleich zurück. Und dann überlegen wir mal, wer da eine ganz gute Anlaufstelle ist für vielleicht 1, 2, 3 Stunden Beratung mal. Okay. Okay, du legst auf und wir rufen gleich zurück. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Yvonne, 36 Jahre alt. Ja. Hallo Yvonne. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist nicht direkt Blut, sondern Blutsbande, Blutsverwandtschaft. Ja. Bei mir ist ein Problem. Ich habe meine 16-jährige Tochter, hat ein Verhältnis oder ist mit meinem jetzigen Mann zusammen. Der ist 45. Und die haben jetzt... Aber das ist nicht ihr Vater? Nein, das ist der Stiefvater. Das ist der Stiefvater. Der Stiefvater deine Tochter, die 16 ist mit deinem jetzigen Mann zusammen? Und das, das weißt du, dass die ein Verhältnis miteinander haben? Ja. Wie lange schon? Wie lange genau, weiß ich nicht. Ich habe es am 28. Dezember erfahren und da war sie im dritten Monat schwanger. Ach du je. Ja, und dann bin ich dann Ostern ausgezogen. Wie hast du es erfahren, da im Dezember? Ich war mir unsicher. Also ich habe irgendwie ein Gespür gehabt, dass irgendwas
es nicht ganz stimmt. Und hast du sie angesprochen? Ich habe einen Mann angesprochen, ja. Deinen Mann, ja. Und der hat das dann zugegeben? Ja, dann irgendwann hat er es dann zugegeben, ja. Dass er eine andere hat. Aber er hat nichts gesagt, wie lange das schon läuft? Nein, weiß ich bis heute nicht. Das kann also schon... Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen? 11 Jahre. 11 Jahre? Ja. Und die Tochter ist 16, muss man mal... Die ist 16. Und dein Mann ist 49? 45. Hm. Das ist ja ein gigantischer Altersunterschied. Ja, sehr gigantisch. Und du bist jetzt Ostern ausgezogen? Mhm. Weil du es nicht mehr hast ausgehalten? Nee, weil ich glaube, das hätte ich nicht verkraftet, wenn man dann in dem Haus mitwohnt. Wir haben ein großes Haus, aber wenn das Kind nachher mal geboren ist. Mhm. Also das Kind, deine Tochter möchte das Kind haben und ist auch dann jetzt schon hochschwanger? Die ist 6., 7. Monat, ja. Ja, ja. Und immerhin hast du es dann noch ein paar Monate da mit denen allen im Haus ausgehalten. Das muss doch für dich sicherlich die Hölle gewesen sein, oder? Am Anfang, wenn man es nicht war, mhm. Irgendwie. Glaubst du denn, dass dein Mann mit deiner Tochter wirklich ein Verhältnis hat? Oder ist das einfach nur so eine Sexgeschichte? Oder liegt da sogar vielleicht ein Missbrauch vor und sie ist dadurch schwanger geworden? Nee, Missbrauch nicht. Und bloß eine Sexgeschichte glaube ich eigentlich auch nicht. Mhm. Also ist eigentlich Partnerschaft. Partnerschaft kann man irgendwo auch... So richtig sagen kann man es auch nicht. Die leben zusammen wie zwei Partner, aber durch den Altersunterschied. Ja, ja. Und weil es die Tochter ist und der Mann, ist es... Hast du denn, ich meine, man hat in der Regel haben ja Mütter und Töchter auch eine enge und besondere Beziehung. Hast du denn mit deiner Tochter über all das eingehend gesprochen? Nee, eben nicht. Ich konnte mit dem Mann über alles sprechen, aber die Tochter, die blockt irgendwie ein bisschen ab. Aber sie weiß, dass du es weißt. Ja, die weiß das. Mhm. Gibt es sonst da noch Kinder im Haus? Ja, wir waren so eine berühmte Patchwork-Familie. Ja. Bei uns hat jeder zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Mhm. Und dann hatten wir noch einen gemeinsamen Sohn. Mhm. Ist das jetzt, wissen das alle, was da vorgefallen ist? Ich glaube, einer noch nicht. Mhm. Weil mein Mann mir verboten hat, das zu sagen. Mhm. Und manchen habe ich schon erzählt und dem einen, ja. Und wie alt ist das jüngste Kind, was in der Familie ist? 10. Ist das euer gemeinsamer Sohn? Das ist der gemeinsame, ja. Und der ist jetzt dann auch allein jetzt im Haus mit dem Rest der Familie? Der ist bei mir jetzt. Ach, der ist bei dir, den hast du mitgenommen? Nee, klar, habe ich den mitgenommen. Mhm. Und die anderen sind halt schon größer. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Welt für einen zusammenbricht. Der Partner, mit dem man so lange zusammen ist, vergreift sich, ich will es doch mal so stark ausdrücken, an der eigenen Tochter, die erst 16 ist. Das ist doch alles Horror, ist das doch. Ja, das ist doch Horror. Man fällt in ein Loch und irgendwo, man braucht eine ganze Weile, um das überhaupt zu realisieren. Jetzt auch für die Zukunft, jetzt wird deine Tochter, kriegt jetzt ein Kind. Jetzt wirst du Oma, was eigentlich ein schöne Geschichte ist. Aber hast du schon irgendwie eine Überlegung, wie du den Kontakt hältst zu der Familie? Oder willst du überhaupt den Kontakt halten? Oder wie sind deine Gedanken? Ja, Kontakt halten schon, weil ich muss mal sagen, ich bin schwer beschädigt und Frührentner. Also... Mhm. Schwer beschädigt und noch zwei Schlaganfälle und bin auf Hilfe auch noch angewiesen. Du hast schon zwei Schlaganfälle gehabt mit deinen 36 Jahren? Ja. Mhm. Und ich komme mit einem Mann aus und das klappt, aber ich... Du kommst mit dem Mann aus, der dir das angetan hat? Ja, ich glaube, ich verdränge das auch noch irgendwo ein Stück. Ich glaube so ganz klar, selbst dass es schon ein paar Monate jetzt her ist, ist es noch nicht. Das glaube ich auch, Yvonne. Also ja. Eigentlich kann man ja mit dem Typ nicht auskommen. Hm. Der hat dich, das ist ja so, das ist irgendwie so doppelt schwer, wiegt das. Er hat dich betrogen, aber nicht mit irgendeiner Frau, was ja vielleicht dann gar nicht mal so schlimm wäre, aber mit deiner eigenen Tochter und die auch noch so jung ist. Ja, das habe ich auch gesagt. Habe ich ihm gesagt, ja Mensch, hättest du dir eine andere gesucht, da hätte ich damit umgehen gekonnt, vor allen Dingen im Haus. Da hätte ich dann gesagt, gut, aber bei der anderen und
Aber so ist er zu Hause gewesen und man könnte mal sagen, er war mit mir und mit ihr zusammen gleichzeitig. Bist du von ihm finanziell abhängig? Nein. Nein. Nein, ich habe eine gute Rente, also für mich gute Rente, ja. Ich komme aus. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Ja, das ist schon viel wert. Das ist sehr wichtig. Mhm. Ja. Aber ich sage immer, das ist auch so eine, für mich ist es eine Art Diebstahl. Sie haben mir einen Mann geklaut, die Tochter geklaut und das Enkelkind geklaut. Mhm. Wer? Hä? Wer hat das geklaut? Beide. Nee, ich sagte, man hat mir den Mann geklaut, die Tochter. Ja, die zwei, ja. Die beiden zusammen haben das, ja, hast du recht. Hast du recht. Ja, die zwei haben mir das ja weggenommen. Alles, ja, alles. Ja, mhm. Und auch die Zukunft und die Familie, was jetzt die anderen Kinder sind, sind ja vier Kinder, die dann noch dazu dranhängen. Wie stehen die denn zu der, wie alt sind die, in welchem Alter ungefähr, die anderen? 17, 18, ja, also 20. Also auch schon recht junge Erwachsene. Wie stehen die denn zu der ganzen Geschichte? Die müssen doch eigentlich auch entsetzt sein, was da passiert ist. Ja, die sind sehr entsetzt. Die sind baff und... Aber das heißt ja letztendlich, Yvonne, dass du die Familie gar nicht verloren hast. Über kurz oder lang werden die dein 10-jähriger Junge ist sowieso bei dir. Ja, ja. Und die anderen werden ja, die Sympathie ist ja auf deiner Seite. Ja, die ist auf meiner Seite. Das heißt, da bist du ja schon eingebettet. Du stehst ja nicht ganz alleine da. Nein, alleine stehe ich nicht da. Ich habe meine Familie jetzt, was jetzt Eltern und Geschwister sind. Mhm. Und auch seine Mutter emotional steht auf meiner Seite. Also in der Hinsicht. Ich würde dir nur wirklich raten, weil du gerade so gesagt hast, mit dem Mann kann ich noch auskommen, dass du den verdammt kritisch sehen solltest. Der hat dir das angetan hauptsächlich. Ich finde, die absolute Hauptschuld liegt bei deinem Mann, nicht bei deiner Tochter. Die ist noch so jung. Wer weiß, wie lange er schon mit der rumturtelt und wie sehr er sie manipuliert hat. Er ist ein erwachsener Kerl von Mitte 40. Ich sehe es aber noch ein bisschen anders. Ich sehe es 50-50. Ja, aber du musst doch berücksichtigen, dass sie noch so jung ist. Natürlich trägt sie eine gewisse Schuld auch. Aber ja, er ist doch der viel Erfahrenere und er ist doch der Stiefvater. Er hat auch eine gewisse Macht, in eine Stellung im Haus. Da fügt man sich ja vielleicht noch eher als Mädchen rein. Ja, aber ich muss mal dazu sagen, ich habe auch eine Vorgeschichte. Ich bin schon zweimal vergewaltigt worden und sie hätte, aus der Hinsicht muss ich sagen, ich habe damals Nein sagen gekonnt. Mhm. Und die Variante hat sie auch gehabt. Sie hätte ganz einfach Nein sagen gekonnt und dann wäre das nicht passiert. Mhm. Und ich war noch ein Stück jünger, wo mir das passiert ist und ich habe Nein gesagt. Bei mir war es was anderes, Ich habe Nein gesagt und es ist ihm trotzdem passiert, aber sie hätte die Chance gehabt und sie hat nicht Nein gesagt. Deswegen für mich emotional muss ich einfach sagen 50-50. Gut, dann sag aber auf jeden Fall 50-50. Ja, 50-50. Ja, weil du gerade so noch gesagt hast, dass der Mann, mir klang es fast so, als würdest du den Mann noch besser dastehen lassen als deine Tochter. Nach meinem Gefühl, du hast recht, natürlich hätte sie Nein sagen können. Aber so nach meinem Gefühl, will ich dir ehrlich sagen, ist die Schuld mehr bei dem Typ. Aber egal, mir liegt nur daran, dass du zumindest 50% die Schuld auch bei ihm siehst. Und ihn. Auf jeden Fall. Und, ne? Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Denn er ist ja auch reifer und ich glaube, er weiß, was er gemacht hat. Und bei ihr ist es noch ein Stück jugendlicher Leichtsinn mit, ja gut, sie ist vergöttert. Ja. In Anführungsstrichen worden, verführt worden, ein Stück sind. So, jetzt bist du ausgezogen, du hast jetzt eine eigene Wohnung. Ja. Das ist jetzt so schon alles also organisiert. Du hast eine ordentliche Rente, das ist schon mal sehr schön. Du bist von ihm nicht finanziell abhängig und da sind Leute, die zu dir stehen. Ja. Das ist ja schon alles, ich sag's dir nochmal, sehr, sehr, sehr viel wert, als wenn du jetzt ganz alleine da stehen würdest. Mhm. Jetzt zieh das auch alles so weiter durch und begegne diesem Menschen, diesem Mann sehr, sehr, sehr kritisch. Vielleicht, wollen wir es hoffen, wird sich irgendwann eine vielleicht doch wieder Annäherung zwischen dir und deiner Tochter ergeben, was ich euch sehr wünschen würde. Aber er ist wirklich, das finde ich, unter allem, was man sich denken kann, was er getan hat. Ja, das ist genauso. Also ich lasse bei der Tochter auch nicht locker. Also deswegen ganz abbrechen lasse ich nicht. Naja, das würde ich auch genauso machen. Sie trägt ja meinen Enkel und genau. Das ist die Blutsverwandtschaft. Ich kann den Mann wegschieben. Aber die Tochter nicht. Aber die Tochter nicht, sie ist meine Tochter und wird immer bleiben. Liebe Yvonne, ich wünsche von Herzen alles Gute.
Und zieh es so durch. Das ist eine harte Zeit, aber zieh es durch. Alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und den Andreas habe ich hier. Noch 38. Hallo. Hallo. Hallo Andreas. Hallo. Was haben wir bei dir für ein Thema? Bei mir geht es um Beziehungsunfähigkeit, Sexsucht und so weiter. Oh, das ist aber eine ganze Menge wahrscheinlich dann. Ja, das ist wahrscheinlich viel zu viel für eine Sendung, ja. Bist du... du bist nicht in einer Beziehung im Moment. Doch, ich bin in einer Beziehung. Und bist in der Beziehung sexsüchtig? Ja, jein. Also ich bin seit circa 3 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und das ist, ich würde mal sagen, so rückblickend, das ist sicher meine glücklichste Beziehung von allen bisher. Mhm. Also ich war vorher fast 7 Jahre lang mit der Mutter meiner 2 Kinder zusammen. Das war... ziemlich chaotische Geschichte, die am Schluss auch ziemlich katastrophal geendet hat. Was würdest du denn sagen, was in dieser Beziehung jetzt, was das Hauptproblem ist? In der jetzigen oder in der vorigen? In der jetzigen. Ja, das Hauptproblem, also das Problem ist, dass ich bei mir, sagen wir mal, unerfüllte Sexwünsche sehe, die mir meine Freundin so schön und wunderbar das mit ihr auch ist, scheinbar auch nur nicht oder nur begrenzt erfüllen kann. Was sind das für Sexwünsche? Das sind vor allen Dingen so Gruppensex-Fantasien. Mhm. Und hast du sie darauf angesprochen, ob sie mal vielleicht Lust hätte, sowas mitzumachen? Ja, wir haben öfters drüber geredet. Und sie ist immer so sehr vorsichtig, so sie meint auch so, wenn sie könnte sich das durchaus vorstellen, also sie hat mir auch mal gesagt, sie ist durchaus kein Verfechter der Monogamie oder so. Aber immerhin, sie, ne? Bitte? Immerhin. Ja. Also war ich auch überrascht eigentlich. Aber? Aber sie hat gesagt, so in dem Wortlaut nach, also wenn es dann soweit wäre, dass wir zum Beispiel mit einem anderen Pärchen was machen würden, dann wird sie ihr wahrscheinlich die Augen auskratzen oder so. Ne? Mhm. Mhm. Weiß sie denn eigentlich, ist das für dich wirklich eine sehr, sehr, sehr gravierende Sache, dass du sehr große Sehnsucht danach hast? Sowas zu machen? Naja, es ist schon sehr... Also die Gedanken kreisen sehr darum. Bitte? Die Gedanken kreisen sehr darum. Ja, genau. Mhm. Weiß sie das, dass das so ein starkes Bedürfnis ist bei dir? Naja, ich habe öfter versucht, mit ihr das Thema anzusprechen und ich habe ja auch hin und wieder wortwörtlich gesagt, dass ich glaube, sexsüchtig zu sein, also so ein Schlagwort halt. Mhm. Sie hat immer versucht, das ein bisschen runterzuspielen, also so in der Richtung, ja, das redest du dir nur ein oder so. Hast du Angst, dass aufgrund des Nichterfüllens dieser Wünsche innerhalb deiner Beziehung, dass die Beziehung vielleicht deshalb kaputt gehen könnte? Gerne doch mal so. Ich habe das Gefühl, die Beziehung hat eine ziemlich, ziemlich starke Stabilität. Also die hält einiges aus. Mhm. Es sind ein paar Sachen passiert eben jetzt. Das ist auch der Grund, warum ich anrufe. Es sind ein paar Sachen jetzt an die Oberfläche geschwappt. Also ich habe eben in der Beziehung, wir sehen uns am Wochenende meistens und selten einmal unter der Woche. Und Andreas, weißt du, was ich erst machen muss? Jetzt rufst du gerade aus und willst mir was ganz Wichtiges erzählen. Das geht leider nicht mehr, weil die Sendung gleich rum ist. Aber wir rufen dich gleich wieder an, okay? Okay. Okay, alles tschüss. Klar. Danke, ciao. In der Technik war heute Nacht Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss. Heute ist Freitag, der 14. Mai. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Es ist 2 Uhr, die Themen. Eichel will trotz Haushaltskrise keine